auch schon. Und was stellen Sie so fest? Was ist anders? Es riecht wie in Indien. Aber nur dieser Kautabak, der auf den Boden geschmissen wird, ausgespuckt wird. Und es wird auch gleich wieder gehupt hier, ne? Und es wird gehupt. Und jetzt haben wir drei Möglichkeiten. Entweder nimmt man sich ein privates Taxi in die nächste Stadt, einen Minivan oder einen von diesen großen Reisebussen. Und wir versuchen es erst jetzt mal mit dem Minivan. Okay, boah. So ein Batzen Money haben wir. Das ist aber ein dicker Batzen hier. 150 Euro. So, Servus aus Myanmar, Leute. Hallo. Wir hatten eine gute Busfahrt. Wir sind gut angekommen. Wir haben ein sehr schönes Hostel. Und jetzt wollen wir mal so Höhlen erkunden, die hier in Pan sind. Übrigens, hier ist Rechtsverkehr in Myanmar. Ein bisschen verwirrend, aber weil wir jetzt die ganzen Monate nur Linksverkehr hatten. Boah, das ist schon wie zu Hause, ne? Ja, wie geil ist das denn? Mitten im Nirgendwo und hier ist mega die abgefahrene Techno-Party. Okay, let's go. Kein Eintritt, es kostet halt nur irgendwie einen Euro, sich mit dem Boot wieder zurückschippern zu lassen. Das war wirklich so traumhaft. Und vorher war ja hier die Musik und jetzt wandern die anscheinend und jetzt ist die Musik irgendwo da hinten. Und ja, das ist echt total geil, weil die feiern Neujahrsfest und so wird hier Neujahrsfest gefeiert und wir sind live dabei. Sind wir gut in Kiatko angekommen. Die Busfahrt war echt angenehm, die Straßen sind überraschend gut hier in Myanmar. Und jetzt werden wir erstmal ein bisschen was zum Mittagessen. Ne? Uns knurrt schon wieder der Magen. Und dann machen wir uns mal auf zum Goldenen Stein, den wir, ach guck mal, den wir da übrigens sehen können. Da, wie man sieht, vorne dran, also ist der Stein wirklich nur vorne an dem Felsen, ist aber ein bisschen nach oben und man sagt, dass zwei Haare von Buddha den Stein halten. Da sind wir jetzt auch schon in Bago.
Ja, das war's von Bago. Und gleich steigen wir den Bus zu Bagan. Und freuen mich schon drauf, wie es dort aussehen wird. Ja, die Fahrt nach Bagan, die war ganz schön holprig. Aber irgendwie haben wir gelernt, auch da zu schlafen. Und jetzt sind wir heute Morgen schon um 5 angekommen. Können aber noch nicht einchecken, deswegen gucken wir uns jetzt schon mal ein bisschen die Tempelanlage an und erkunden das eigentlich hier so ein bisschen gerade auf eigene Faust. Und ja, es haben heute Glück. Wir sehen gleich die Ballons aufsteigen und es ist auch echt ein schöner Sonnenaufgang gerade hinter euch, da wo ihr jetzt sitzt. Also in Bagan dürfen sich Touristen angeblich nur E-Roller mieten und die haben eine Reichweite von 30 bis 50 Kilometer, je nachdem wie schnell man fährt und wie viel Glück man mit dem Akku hat. Wir haben jetzt schon knapp 30 hinter uns gebracht und die Anzeige ist noch fast auch voll. Mal schauen, ob wir denn trauen können. Morgen, mein Schatz. Ja, und wenn ihr euch fragt, warum schlafen die wie so zwei Obdachlose draußen auf der Parkbank? Wir sind heute mitten in der Nacht in Calaf angekommen und haben keine Lust gehabt, uns für 4 Stunden ein Hotelzimmer zu nehmen. Und deswegen haben wir uns einfach hier hingelegt und im Freien geschlafen. Und jetzt gibt es ein kleines Frühstück und dann geht unsere Wanderung nämlich los. Heute wird nämlich gewandert bis an den Inle Lake. Es ist sehr gemütlich hier. Sieht cool aus, ne? Ja. Sauber, gemütlich und schlafen alle zusammen.
wandern heute weiter. Ja? Nochmal so 7 Stunden, glaube ich. 4 und 3. Und ja, mal gucken, wie anstrengend das wird. Mitten in Myanmar, es sieht aus wie in Deutschland. Das erinnert uns an die Heimat. Du darfst es nicht runterschlucken. Wenn du beim Zahnarzt warst und eine Betäubung bekommst. Ja? Ist der Mund betäubt? Und dir schmeckt's gut, oder was? Jetzt muss ich noch mit so einem Typen hier rumlaufen, der high ist, ey. So viele Spinnnetze. Was meinst du? Can't believe it. Was kannst du nicht believen? Dass wir endlich da sind. Yes. Nice. Aber nice. Zum letzten Tag hier in Myanmar haben wir uns alle ein Boot gemietet für 10 Euro und schippern seit 5 Uhr in den Gewässern des Indian Lakes und warten darauf, dass die Sonne aufgeht. Stand jetzt ist sie noch nicht aufgegangen, aber es kann sich nur noch um wenige Sekunden handeln. Thank you.
genau. Und es ist richtig cool. Und laut. Techno-Mucke. Und ja, voll viele Leute. Ich auch Rummel. Hat hier seinen eigenen Ballon und die lassen alle steigen und die feiern das so dermaßen ab. Wenn der Ballon dann in die Höhe geht. Five! Hey!